Hallo liebe Freunde des Donautals. Heute ist es wieder soweit. Der dritte Teil unserer Serie um die Nahwärme in Hausen im Tal kommt in die YouTube-Kinos. Begonnen wird in der Kirchstraße. Die Nahwärme wird mit dem Glasfaserkabel und dem Stromnetz in den Gehweg verlegt. Hierzu wird der Gehweg aufgegraben. Ein großes Lob an die Firma Vielieber, welche uns sehr gute Mitarbeiter ins Donautal geschickt hat. Diese arbeiten höchst konzentriert und außerordentlich ordentlich. Ursprünglich haben wir größere Verkehrsbehinderungen befürchtet. Die Männer schaffen es jedoch, diese so gut wie möglich zu vermeiden. Selbst im Umgang mit den Grundstücksangrenzern wird sehr sauber gearbeitet. Am Ortseingang von Hausen im Tal, von Beuron herkommend, befindet sich unsere kleine, aber feine Gartenschau der Frau Zawodny. Es ist uns eine große Freude, dass den Mitarbeitern der bei uns tätigen Unternehmen Ordnung sehr wichtig ist und so die Grundstücke der Angrenzer kaum in Mitleidenschaft gezogen werden. Hierfür einen herzlichen Dank. Wenn man bedenkt, was ein Bagger für ein grobes Gerät ist und wie fein mit diesem Gerät gearbeitet werden kann, kommt man schon ins Staunen und bewundert den hochkonzentrierten Baggerfahrer, der am Ende seines Tagwerks sicher weiß, was er geleistet hat. Er muss viele Dinge im Auge behalten. Den Graben und seine Arbeit, seine Kollegen, den Verkehr und unter Umständen neugierig gewordene Zuschauer. An Stellen, an denen auch eine Schaufel nicht mehr helfen kann, kommt eine Fräse zum Einsatz. Hin und wieder kommt es schon vor, dass in einem Graben plötzlich etwas auftaucht, was dort keiner vermutet hätte. Aber auch das sind nur kleine Probleme für die am Baggerarm befestigte Fräse. Wenn euch auch dieses Video wieder gefallen hat, dann liked es. Solltet ihr Interesse daran haben, informiert zu werden, dass ein neues YouTube-Video eingestellt wurde, drückt einfach auf den Abonnieren-Button. Bis demnächst auf unserem YouTube-Kanal Beuron im Donautal.